Hallihallo, hallo, Werte, Hearthstone und Kartenfreunde. Und willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone Arena. Wir haben den Mage gespielt. Wir haben ein interessantes, aber ich glaube nicht ganz so starkes Deck gebaut. Allein weil wir kein richtiges gutes Late Game haben. Aber behaupte ich mal. Dafür sind wir im Mid Game ziemlich gut und unser Ziel ist es, das Mid Game zu oben, Mid Game quasi zu gewinnen auch. Und es nicht so weit kommen zu lassen, dass dann die ganzen krassen, großen Kreaturen vom Gegner uns bezwingen. Wir haben gegen einen Paladin letzte Folge verloren. Wir stehen trotzdem 4-1 quasi. Und machen wir mal weiter und schauen, wie weit wir heute kommen. Im besten Fall haben wir keine Niederlage. Im schlimmsten Fall haben wir nur Niederlagen. Ja, logisch. Aber egal. Bin bei 4 Siegen, das ist schon mal okay. Zwei, drei Siege mehr wären natürlich perfekt. Puh, jammernde Jägerin. Die hätte ich gerne als Gegner gehabt. Aber gut. Jaina gegen Spielen wir Thrall. gegen Thrall. Eure Zeit ist Cyborgs. gekommen. Ihr habt es so gewollt. Okay, wir haben Zweier und wir haben Dreier. Ein 3-3er oder ein 2-4er. Da entscheide ich mich für ein 3-3er. Und hoffe, dass wir noch was Anständiges bekommen. Joa, nicht der beste Fünfer. Ich mag aber den Random-Faktor nicht, aber okay. So, wir haben 2, wir haben 3, wir haben 4, wenn wir wollen, und wir haben 5. Wir haben also eine gute Curve. Und er muss damit dann klarkommen. So, die beiden können den schon mal contesten quasi. Das ist eine super gute Sache. Ja, tun sie auch. Wobei die Frage ist, ob ich das will. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schon am besten. Der hat den dann getötet, das ist okay. Ja, wir können natürlich auch, aber ich glaube, das ist so besser. Wenn das Feld, wir hätten auch die Karte aktivieren können und die und dann den wahrscheinlich umgebracht und den zusammen. Wir hätten den 2-1er gehabt. Allerdings sind 3-3er ist einfach besser. Ah, verwandelt den in einen Dreier. Wow. Hat er viel gebracht. Den hat er gecoint, oder? Oh. Ja, okay, nächste Runde haben wir den Fünfer. Puh. Ja. Mal hoffen, dass er nicht meine Kreatur tötet. Wow! Das war gut. Zum Glück habe ich nicht vorher angegriffen. Aus Angst, er würde. Hätte auch ihn treffen können. Das wäre echt schade gewesen. 4-3 von 4. Läuft. Mit dem und Heldenfähigkeit töten wir den 2-6er zum Beispiel. Wir können dann den oder den noch aktivieren. Ja. So, die Frage ist. Okay, hat er so gemacht. Finde ich soweit ganz okay. Weil wir jetzt nämlich diese Karte aktivieren und hoffen, dass er trifft. Schade. Wir könnten den trotzdem spielen. Wir können auch 2 Mana verwenden. Dann haben wir noch 3 Mana. Dann ist er tot und wir können den Drachen hier spielen. Läuft doch. Okay, hat sich gelohnt, glaube ich. Und wir haben nochmal diese Karte, um sein Feld auszulöschen. Falls er mir hier zu großes Feld hat, aus kleinen Missfächern zum Beispiel. Ja, schauen wir mal, was wir Schönes bekommen. Oh, der ist ganz gut. Hätten wir 6 Mana, wäre das besser. Allerdings glaube ich, ist das eine saugute Karte. Ohne Ketun. 2 Schaden schießen sofort ist aber schon gut. Vor allem mit der Endfähigkeit, sondern wir nehmen den. Ist das Beste, was wir haben, glaube ich. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Wir könnten den oder den jetzt. Damit gehen wir, könnten wir Face gehen, aber ich glaube. Ja, das wäre nicht so gut.
Wir töten den lieber. Und schießen dann Schaden hin. Fertig. Wir hätten sonst eben den zum Beispiel spotten können. Dann rein. 6 Schaden. Wäre auch okay gewesen. Aber wenn er dann irgendwie Massenvernichtung oder sowas hat, stehen wir dumm da. Genau 5. Echt Zufall. So. Haha. Mal sehen, was er jetzt hat. Was würde ich nicht tun, würde mein Feld aufräumen. Ja, so ziemlich. Wenn er die hat. Aber hat er scheinbar nicht. Gut für uns. Aber er hat andere Dinge. Ja, das ist die Antikarte. Und er hatte sie. Das ist egal. Wir können den auf 4 Leben bringen und dann... Ich kann auch einfach Face gehen. Bringt gerade nichts, was anderes zu machen. Doch, hier, wir machen da einen Schaden hin. Nur so, weiß nicht wieso. Falls der 6-5er mein 1-1 angreift. Wir müssen die nämlich auf 4 Leben bringen. Die beiden. Oh oh. Na, trifft er den richtigen? Nee. Oh, hat er nicht den richtigen getroffen. Sehr schade für ihn. Wir hätten vielleicht auf den Schaden schießen sollen. Er versucht schon gegen Flamestrike sich vorzubereiten. Deswegen will er ihn nicht auf unter 4 auf 4 oder weniger Leben bringen. Aber das bringt ja nichts, wenn er... So... Oh, das ist eigentlich gut, aber... Das ist besser. Wollt ihr eine Ratte am Stiel kaufen? Zack. Und zack. Schon ist das Feld weg. Und wir haben noch eine ganz gute Karte auf der Hand. Die mit anderen großen Kreaturen... Schabernack treibt. Oh, bitte kein Heiltote. Puh. Ja, zum Beispiel ihn in ein Schaf verwandeln, ist glaube ich eine gute Idee. Oder einfach nochmal Flamestrike ziehen. Nö. Ich bin vom Fluch befreit. So. 2-6er ist gut. Er braucht nur einen Schaden, um dagegen was zu machen. Sieht aber gerade nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin, trotz allem. Er hat 3-4 Karten. Und er hat sowas. Wow, oh, der hat ziemlich viele große Kreaturen. Hätte ich ein schnelles Deck gehabt, wäre er tot gewesen. Ich hätte Face gehen sollen, das eine Mal vielleicht. Oh. Schauen wir mal, was passiert. Buße, okay. Kann man akzeptieren. Heißt, eine Kreatur kommt bei mir einmal wieder. Ist schon mal besser als nix. Das Beschwörungsportal ist geöffnet. Ach so, nee, das ist Buße. Stimmt. Macht eine Kreatur bei ihm auf ein Leben. Ah, deswegen hat er die ausgespielt. Ah, ich verstehe. Oh, er geht fest. Heiß. Ich könnte noch überleben nächste Runde, wenn... Mit einem Leben. 6 plus 1 sind 7. Noch bin ich nicht tot. Fällt noch ein Damage. Wenn er jetzt geht und hofft, dass er mich nächste Runde tötet. Oh, 6, 11, 13. Mach mindestens... Okay, ja. Er hat was gegen ihn, Chamba. Ja, natürlich hat er auch die Karte. Oh, dann habe ich wohl verloren. Weil ich habe keine Karte, die er gegen irgendwas macht. Gegen sein vieles Leben. Er hätte tatsächlich verloren, hätte er jetzt nur mich Face angegriffen. Ja, ich kann den auf 7 bringen. Lief nicht gut. Er hatte aber auch ein krasses Deck mit lauter so großen Kreaturen. So ein 6-10er kann schon ziemlich nerven, wenn man nichts dagegen hat. Das ist eben das Problem an meinem Deck. Es hat nicht so viele große Kreaturen. Aber wir hatten, ja... Naja, wir haben nicht so viele große Kreaturen.
Und mussten den 5-5er auch schon verwandeln. Jaina gegen Uta. Ey, da war zu krasse, viele gute Karten gehabt. Ihr habt es so gewollt. So, ja, den könnte man aufbewahren, aber der andere ist scheiße. Wir behalten nichts davon, nichts. Wir haben auch keine richtig guten Vierer, wenn er ehrlich ist. Oh, die Hand ist aber ziemlich gut. Damit könnten wir eventuell tatsächlich mal den Sieg an uns reißen. Gegen diesen Paladin, wenn er nichts machen sollte. Oh, yay. Und? Bäh. Das ist bäh. Nächste Runde den, dann den. Und dann wahrscheinlich Face mit dem 1-2er. Ja, wahrscheinlich. Ja. So ist das eben. Mit dem Bomber hat er den zweimal getroffen, hätte ich den Face geben können, aber. Also den hier. Ja, das war schlecht. Okay, das war gut. Der kommt mit beiden klar. Ja klar, wir können einen schießen, dann können wir aber nichts weiter ausspielen in dem Zug. Wäre nicht so toll, sage ich mal. Nächste Runde können wir einen 5er spielen und dann nochmal einen 5er. Das ist okay. Oh oh. Ein Diener blind plus 1 plus 1 entdecken. Das ist okay. Für ihn. Okay. Frage ist, Ah, tut das? Okay. Ja, wir können auf jeden Fall einen 5er. Und schauen mal, was er beschwört oder aktiviert. Oh, der ist cool. Wenn der jetzt stirbt, wow! Soll ihn mal ruhig umbringen. Ich habe nichts dagegen, mehrere Exemplare zu haben, auch wenn es ziemlich random ist. Aber die Karte ist ziemlich geil. Melde mich zum Dienst. So, ich greife nicht an. Vielleicht haben wir eine Massenvernichtung parat. Ah, nur sowas. Okay. Solche töten aber nochmal so einen kleinen Typi. Ist akzeptabel. Ah, nee, das ist schlecht. Das ist gerade so. Nee, warte. Doch. Jetzt kriegen wir den auf die Hand. Kann das sein? Er hat unsere Combo versaut. Aber das kostet nur einen Mana. Ja, für einen Mana könnte es okay sein, theoretisch. Was soll man dazu sagen? Wir haben unsere 2-1er. Ja, ist okay. Sind mehr Karten, die wir ausspielen können. Aber der nervt ja jetzt ein bisschen schon. Wir ignorieren die einfach. Obwohl, wir könnten den einschieben. Nee, komm. Er will nicht ignorieren. Er tötet den. Ist jetzt nicht geplant gewesen, aber das ist mir auch egal jetzt. So, der. Wir können leider nicht schießen, das macht keinen Sinn. Na doch, hier drauf einmal. Dann töten wir den zumindest mit einem Schlag auch. Je nachdem, wen er angreift. Wenn er den angreift, dann ja. Ah, das ist schon nervig. Da hat er jetzt. Wow, den hat er gerufen und er natürlich. Ja, war klar. Flamestrike wäre jetzt sau gut. Wir haben noch 2 im Deck. Flamestrike? Oh Gott. Ja, 3-7. Das ist natürlich super. Für ihn. Kein Flamestrike. Den müssen wir töten. Wir töten den. Da müssen wir einen Schaden drauf schießen. Oh.
den werden wir nicht spielen. Das ist schwachsinnig. Wir haben einfach auf Flamestrike und werden so lange die Kreatur einfach am Leben lassen. Ihr werdet mit mir starten. Oder? Oh, das ist eine gute Sache. 2-4er ist super. Oh, da ist Flamestrike. Das ist gut. Tut euren letzten Atemzug! Zack, weg mit dem Feld hier. Brauchen wir nicht. Und mein 2-1er contestet sein 5-2er. Im Notfall haben wir sonst den da, um seine Kreatur zu zerstören. Okay, ich glaube, diesmal brauchen wir tatsächlich unser Schaf. Und für 4. Ich glaube, der ist sehr gut. Naja, eigentlich ist die Spinne auch gut. 5 plus 3 sind 8. Ich hole mir den. Weil er Verstohlenheit hat. Ist natürlich schlecht gegen Consecration, wenn er die hat. Aber passt schon. Oh. Ja, was soll man dazu sagen? Unser zweites Flamestrike wäre auch gut. Ja, der hat Avenge wahrscheinlich. Ah, das wird jetzt nervig. Könnte alles sein. Ist Avenge, okay. Hm, 4-2er. Das ist ziemlich gut. Okay. Das war okay. Er hat auch nicht mehr viel Dings hier. Na gut, wir hätten auch unsers. Dann hätten wir nochmal 7 Schaden gemacht, wir auf 9, aber danach. Okay, er kann sich heilen. Also zum Glück haben wir das so gemacht, wie wir es gemacht haben am Ende. Ja, das war eventuell ein Fehler. Wir können den angreifen. Oh, 5 plus 2 sind 7, dann haben wir einen 6-6er. Warte, 5, 7, ja, das ist gut. Ich mag Raubzüge. So, haben wir einen 6-6er. Wir greifen Face an und beschwören den noch. Perfekt, der muss den 6-6er loswerden, sonst hat er nächste Runde ein Problem. Wir contesten damit 2 seiner Karten. Und der contestet noch eine Karte von ihm. Und er hat nur eine 50% Chance, dass er den 3-3er trifft. 4, 5, 10. Er braucht noch 4 Leben, muss er uns abziehen. 13 Schaden haben wir. Damit haben wir 16, 17 Schaden. Uns fehlen auch noch 2 Schaden, die wir machen müssen. Ach, warte, nee. Stimmt, wenn er den 6-6er nicht tötet, ist er tot. Außer er hat 4 Schaden. Schauen wir mal. Na, Paladin? Könnte ziemlich knapp werden. Ich frage mich. Er geht Face. Hat er dann die Schaden? Hat er Spot? Wow, wieso hat er so lange überlegt? Wow. Natürlich hat er die Karte. Gut, wir hätten den töten sollen wahrscheinlich. Dass er auch noch getroffen hat, er hat eine 50% Chance nur gehabt. Was soll man zu sagen? Lief ihm schlecht. Aber wir haben immerhin 50 Gold bekommen und einen Booster. Und den da. Naja, der war jetzt nicht so gut. Aber wir haben einen Booster bekommen, Leute. Aha, ein Booster für 100 Gold. Und eine Karte extra. Ja, das ist immerhin etwas. Das ist eine seltene Karte. Yay. Wir hatten auch nicht wirklich das Best. Wir hatten kein ganz gutes Deck, glaube ich. Und wir haben mit etwas Pech verloren. Na gut, da fanden wir die letzten 2 Folgen ziemlich viel Glück, würde ich sagen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Wenn ja, ihr wisst, dann Däumchen, würde mich freuen.
Und nächste Folge ranken wir wieder ein bisschen. Oder wir spielen einfach im Rank-Modus. Also freut euch darauf, bis zum nächsten Mal. Oder wir spielen vielleicht Kartenchaos. Ich werde es mal angucken, ob es was Geiles ist. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!